Der Green New Deal, das ist ein ganz wichtiger Baustein in unserem Wahlprogramm für die Landtagswahl 2010 in NRW. Und wir wollen mit dem Green New Deal 200.000 neue Jobs in NRW schaffen in den nächsten 5 Jahren. Dabei wollen wir vor allen Dingen in nachhaltige Jobs investieren, das heißt in Klimaschutz, Umweltwirtschaft, Bildung, Gesundheit und in den sozialen Arbeitsmarkt. Wir sind jetzt einfach mal losgezogen und haben Passanten gefragt, kennen Sie den Green New Deal? Sagt dir der Green New Deal was? Nö. Für die Grünen. Genau. Kennen Sie den Green New Deal? Green New Deal, leider nicht. Kennen Sie den Green New Deal? Nein. Sagt Ihnen der Green New Deal etwas? Nee, sag mir nichts. Kennt einer von euch den Green New Deal? Nein. Kennen Sie den Green New Deal? Wen? Den Green New Deal? Nein, den kenne ich nicht. Natürlich haben wir den Leuten dann erklärt, was der Green New Deal ist, und das waren ihre Reaktionen. Okay, dann wäre ich dafür, ja. Das wär's. Okay. Halten Sie es auch so für realistisch, dass es machbar ist? Das müsste machbar sein, ja. Doch, schon. Also besonders mit dem mit der Bausanierung und so, also das finde ich schon auf jeden Fall gut, dass es gefördert wird. Also würde ich auch sofort machen, ne? Ich habe halt auch Eigentum, wenn da irgendwie vernünftige Förderungsmaßnahmen sind oder so, die auch der Umwelt zugutekommen, auf jeden Fall, ne? Ja. Ja, klingt doch gut. Ja, finde ich auch, also klingt gut. Tja, ich bin Dachdecker, von daher sinnvoll. Ich finde, das klingt auch ganz gut. Okay, und glaubt ihr auch, dass das machbar ist? Also realistisch? Also bis jetzt sieht allgemein Handwerk schlechter aus. Von daher, ich warte drauf. Klingt eigentlich ganz gut. Kann man nichts gegen sagen. Ich denke, machbar schon, nur es gibt noch viele Leute, die das anders sehen. Also ich habe vor ein paar Wochen Wolfgang Clement mal getroffen, hat den Vortrag gehalten. Der hat gesagt, wo gibt es eine Erderwärmung? Die gibt es doch gar nicht bei uns. Was wollt ihr denn? Solche Leute gibt es noch. Ja, und der war mal bei uns, wenn ich mich recht erinnere, fast Ministerpräsident ja, oder so. Ne? Genau, ja. Ja, also die gibt es auch noch. Das stimmt. Also glauben Sie, wenn man denn genug Leute davon überzeugen würde, dass das Sinn macht, das zu verbinden, also diese Investition in so nachhaltige Dinge, glauben Sie denn dann, dass das eigentlich gut laufen könnte? Wenn sie die Wirtschaft dazu bringen, dass die einsieht, dass sie damit auch einen Gewinn fahren kann, dann ja. Wie klingt das für Sie? Ja, gut, sehr gut. Ja, machen Sie mal. Glauben das jetzt von den Grünen hier, dieses ja. Interview? Genau. Ah ja, ist ja eine sympathische Partei. Ja.